Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Part von Fire Emblem Awakening. Und es ist auch gleichzeitig der letzte Part. Ja, wir haben sind immer noch in dieser lustigen Mission hier gegen diese ganzen untoten Kämpfer hier. Und das muss man echt sagen, das ist ja echt brutalst bis zum geht nicht mehr. Und das ist echt übel, also... Eieiei, ich bin echt froh, wenn ich das hier in irgendeiner Art und Weise überlebe. Also, es ist echt heftig hier. Aber gut, ich kann euch schon mal so viel sagen im Übrigen. Es wird der letzte Part sein. Ich habe mir überlegt, es wird Zeit, dass wir jetzt hier so langsam aber sicher mal einen Schlussstrich ziehen. Das LP geht ja auch schon so ein bisschen länger hier. Und jetzt habe ich mir überlegt, es wird Zeit, das LP zu beenden. So, gegen wen kümmern wir uns denn mal? Ich würde mal sagen, wir kümmern uns um den hier. Oder wir nehmen den hier. Moment mal, wie viel würde... 20. 20. Das wäre ja noch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, greifst du mal Volts Bogen an. Und dann kümmerst du dich um den hier. Ja, wir müssen ja noch uns um... Aita. Sehr schön. Wir müssen ja uns noch um unseren Freund Walhart kümmern, denn der muss ja auch endlich mal das Zeitliche segnen. Ich hatte ja erst überlegt, gar kein Schaden. Ich hoffe mal, dass sie auch angreift. Das wäre nämlich mega episch. Dann greifst du mit Sigurds Lanze an. Genau. Ja, wie gesagt, ich hatte ja geplant, eigentlich euch alle von diesen Missionen hier zu zeigen, von diesen Bonusmissionen, aber... Wenn man mal überlegt, dass dieses Let's Play jetzt schon gute 2 Jahre jetzt geht, habe ich mich dazu entschlossen, dass es jetzt Zeit ist, das zu beenden. Denn, ja, wie soll ich sagen, es ist etwas sehr lang, wie dieses LP jetzt schon hier lange geht. Und deshalb, ja doch, ist es besser, wenn wir das LP beenden. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt noch diese Mission abbestehen und ich hoffe, ihr schaltet dann noch ein, wenn es bald weitergeht mit dem nächsten, mit dem neuen Fire Emblem-Teil, der ja jetzt erst kürzlich in der Direct angekündigt wurde. Alter, sind das hier viele, krass, sind das hier viele. Das wird nicht ohne werden, die alle hier ins, ans Kreuz zu nageln, vor allen Dingen dann auch noch Walhart, diesem, Wichtigtour da, weil der könnte ja jetzt auch gleich schon an galoppiert kommen. Wie machen wir das denn jetzt am schlauesten? Am liebsten würde ich ja sagen, ich lasse die einfach kommen. Weil das werden mir echt ein bisschen zu viele hier. Das werden mir echt mittlerweile ein bisschen zu viele hier. Und wie gesagt, die einzigste Panik, die ich groß habe, das sind diese Magier-Dinger da. Der Rest, vor denen habe ich eigentlich wenig Angst. Ja, genau, diese Magier sind eigentlich eher das Problem, wo ich Angst habe. Ich würde nur sagen, ich schiebe sie hier mal weg. Diese hier, die nicht so wirklich gut mit Magie können, die schiebe ich jetzt erstmal raus. Aus der Schussbahn. Genau. Genau, die schiebe ich jetzt erstmal raus. Virion, du kommst auch mal dahin. Genau, du kannst ja mit Magie, deshalb lasse ich dich da mal stehen. Du stehst dahin und du stellst dich dahin und gibst mal einen Stärkungsstab. Moment mal, reicht der ihnen dann auch? Kurz gucken. Ja, doch, das passt. Okay, dann mach mal deinen Stärkungsstab an, damit wir dann auch mal unseren KLM heilen können, weil der da soll uns ja nicht abkratzen hier. Oh Gott, das wird übel werden. Das könnte vielleicht die letzte richtig heftige Runde nochmal werden, glaube ich mal so. Gut, dich stelle ich mal ganz nach vorne hin, weil ich bei dir wenig Sorge habe. Und dich stelle ich dann nochmal dahin mit deinem Schnitter, genau. Ja, genau. Und du bleibst einfach mit Magie ausgerüstet. Genau. Okay. Ja, und dann muss ich hoffen, weil mehr kann ich jetzt nicht machen. Ich muss sie kommen lassen. Was anderes kann ich leider jetzt nicht hoffen. Augen zu und durch. Augen zu und durch. Okay. Das sind Angriffe, die ich sehr gerne erlebe, weil, wie gesagt, Henry hat eine sehr schöne Verteidigung. Was für ein Magier ja sehr überraschend ist ja eigentlich, aber das ist eine sehr schöne Sache. Deshalb ist das gut, dass er jetzt erstmal auf Henry geht. Gut, die 60% Trefferchance, das ist schon nicht ohne. Aber gut. Ja, okay, das ist ein Angriff, den ihr häufiger machen könnt. Gerne mehr davon.
Okay, ich bin aber nur noch froh, wenn dieser Warlord gleich besiegt ist, dann mache ich nichts mehr. Okay, ein Speer, der 8 absieht, das ist, ja, nichts. Gerne mehr davon. Okay, Fernangriff auf den Bogenschützen. Ja. Von mir aus gerne. Okay, der greift ihn an. 15. Aber der trifft zum Glück nicht. Wunderbar. Okay, das war natürlich klar wie Kloßbrühe. Okay, einmal... Oh, zweimal ausgewichen mit 67. Wow. Daumen hoch dafür. Keine Verstärkung. Danke. Ob ich das jetzt schaffe, alle auszulöschen, weil hier ist ja noch der Idiot. Moment mal. Oh, schöne Legs, dankeschön. Schaffst du das? 42, das schaffst du. Wow, das ist gut. Das ist gut. Okay, Warlord könnte besiegt werden. Das ist schon mal eine schöne Sache. Haben wir uns mal wieder beruhigt mit den Legs? Wie sieht's aus so? Beruhigen wir uns jetzt mal so langsam wieder, wenn ich fragen darf. Das fände ich nämlich sehr nett. So, das sind beides Lanzen. Dann darfst du mal mit deinem Amaz dich um den hier mal kümmern. Mit deinem Amaz. Mit der fetten Amaz-Axt. Boah, warum laggt das denn jetzt so? Ich habe da keinen Bock auf Lags. Haben wir uns wieder beruhigt? Scheint so. Oder auch nicht. Oh, komm schon. Wenn nicht, muss ich gleich mal kurz cutten. Aber das warum laggt das immer so die ganze Zeit in letzter Zeit? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ja absolut nicht. Silberaxt. Ich glaube mal, dann machen wir das lieber so. Rieken hat eine höhere Chance, dass er angreift. Oder ich sollte mich erstmal hier drum kümmern, ne? Genau. Wie sieht's mit dir aus? 40. Ja, der ist ganz schön lahm, ey. Der ist ganz schön langsam hier. Aber richtig langsam. Richtig langsam. Wie sieht's mit dem aus? Das kann ich vergessen. Richtig langsam hier. Wobei, der hatte eine... Ja, genau, der hat eine Axt. Also, der hat das... Ja, das bringt nichts. Dann greife ich mit ihm hier an, genau. Aber der ist auch ganz schön lahm, ey. Alter Schwede, warum sind die alle so langsam hier, meine Axtkämpfer? Das kann's doch nicht sein hier. Ja gut, vielleicht greift der Rieken mit an. Mich würde es freuen, wenn er es tut. Und er macht sogar. Dankeschön, Rieken. Es war gefordert, dass du es machst und du machst es auch. Wunderbar, hast hier einen Daumen hoch verdient. Ja, ich hatte eigentlich ein bisschen Sorge hier, als ich diese Mission hier betreten habe. Vor allen Dingen auch im letzten Part. Das sah ja nicht wirklich schön aus, um das mal so zu formulieren. Aber dass das dann doch so passt, finde ich gut. Okay, 35, das wäre 70. Genau, dann würde ich sagen, du haust diesen Dunkelritter weg. Ja, der haut zwar auch ein bisschen rein, aber ja, dann haust du nochmal einen Crit rein und tschüss. 105. Er hätte ja gerne diesen Crit auch davor machen können. Naja, aber wenigstens heilt er sich dann mit seiner Fähigkeit. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. So, wie sieht's mit der aus? Der hat ein Silberschwert. Okay, ja, das kann ich knicken. Das bringt dann schon mal gar nichts. Dann würde ich sagen, macht das er hier. Mit seiner Meisterlanze. Oder mit seiner Silberlanze. 29 mal 2, das sind deutlich mehr. Okay, dann macht das Chrome. Dann macht das unser Oberhaupt Chrome. Und bitte ohne Legs. Aber mit Aita. Mit Mega Aita. Eigentlich müsste ich auch Chrome Wallhard besiegen, aber ich hätte ja auch gucken können. Ah, nee, dann hätte ich das bestimmt gerade gesehen, dass er mit ihm reden kann. Hätte können, sollten, müssen. Ach, ich weiß auch nicht, was ich hier labere. Ich habe auch schon keine Ahnung, was ich hier labere. Gut, Silberbogen. Das sieht gut aus. Dann machst du das mal, Gaius. Dann mach du das mal. Ja, 21 Schaden. Ja, komm. Bisschen Schwund ist immer. Aber ich bin froh, dass wir das doch schaffen. Und ich freue mich auch schon. Ich habe es jetzt auch schon erwähnt. Bald kommt ja ein neuer Teil raus, was ich richtig geil finde. Ich freue mich riesig drüber, dass da ein neuer Teil kommt. So, wir haben hier noch 4 Gegner, ne? So, außer Warlord. Also noch 4. Mit Warlord noch 4 Gegner. Okay, ich denke mal, das sollten wir doch schaffen, ne? Genau, das können wir doch noch schaffen hier. Dann mach du doch mal den hier weg.
30 mal 2. Wir könnten das so machen. Genau. Ja gut, 22 Schaden ist jetzt auch nicht ohne, aber komm, ich bitte euch. Also wenn der jetzt mit diesen 3% trifft, ja, wollte ich doch schon sagen hier. Also dann hätte ich, wäre vorbei gewesen. Dann aber mal ehrlich hier. Habe ich jetzt vielleicht einen Fehler gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube, da habe ich eine kleine Fehler gemacht. Kann das sein? Von hier darf ich natürlich auch nicht angreifen. Ja gut, dann mach du den weg. Ganz einfach, mach du den dann weg. Und mir ist das auch komplett egal. Wenn einer überlebt, dann von denen ist mir das komplett egal, wenn ich ehrlich bin. Dann ist mir das sogar komplett egal, meiner Meinung nach. So, Zecher, du kommst zu nirgendwo mehr hin. Du wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, die haben alle ausgedient. Sind ja eigentlich nur noch die beiden hier dran. So, der hat das hier, Meisterachs. Das ist aber viel zu wenig. Ja, wenn Henry angreift, könnte ich den besiegen. Ansonsten nicht, ey. Oder wie sieht's mit ihr aus? Aber ich glaube, den Bogenschützen wird er auch nicht besiegen, ne? Den Bogenschützen wird er auch nicht besiegen. Sigurds Lanze, höchstens mit einem Crit. Aber das kann ich bei ihm... Na, 38. Nee, ist mir dann doch zu riskant. Dann machen wir das lieber so. 28. Ja, Meisterachs, da hat er die höchste Crit-Rate. Probieren wir das so. Wenn das nicht klappt, ist es nicht schlimm. Er crittet natürlich nicht. Macht Henry noch ein bisschen was? Nein, macht er auch nicht. Okay. Waffenlevel B erreicht. Ja, das ist ja toll. Das freut mich ja. Oh, wir haben ja noch eine. Aber die kommt da nicht mehr hin, ne? Nee, die kommt da leider nicht mehr hin. Zecher kommt auch nicht mehr hin. Nee, dann muss einer überleben. Dann ist es mir egal. Dann kann ich da jetzt auch nichts dran ändern. Genau. Du wirst den dann mal besiegen. 27 mal 2 ist aber auch nicht gerade so viel. Ja, komm, dann besiege ich den hier oben. Dann besiege ich den hier oben. Mistelein. Das klappt ja gar nicht hier mit ihr. Mistelein. Ja, dann machen wir das so. Machen wir das so. Kurz und schmerzlos. Mistelein. Und Aita. So, und dann darf dann meine Wenigkeit, mein Avatar, den ich ja aktuell auch versuche in Smash Bros. Zu mainen, darf dann den finalen Schlag an Wallheart geben. Donnerschwert, das würde auch sogar reichen. Ja, komm, nutz dein Donnerschwert, das epische Schwert, was du auch in Smash Bros. Verwendest. Bring's zu Ende, ein für alle Mal. In diesem Land erschlug ich zahllose Untote und machte sie mir zu eigen. Einst habt ihr meinen Traum von Erobern ausgelöscht. Nun wagt es ja nicht, den Lebensfunken in meiner Brust auszulöschen zu wollen. Ja, doch, das werde ich leider tun müssen. Ich kann auch kritten, wie Chrome. Dann ist Chrome der wahre Eroberer. Ja, messerscharf erkannt. Energietropfen erhalten. Cool. Brauche ich zwar nicht mehr, aber gut. Draco-Schild erhalten. Ach, und den darf ich jetzt auch noch besiegen. Pff, ja. Ja gut, wenn du noch willst. Ich dachte, die Mission wäre schon zu Ende, aber gut, dann eben nicht. Ja. Dann hauen wir noch einmal komplett drauf mit Stärkung. Ja. Ja, dann haben wir das hier gleich. Ja gut. Ist mir auch recht. Okay, auf Virion. Na toll. 15 Schaden. 15 Schaden. Na gut, Chrome, dann würde ich ja mal sagen, du hast dann die Ehre. Genau, Chrome hat dann die Ehre, noch den letzten Schlag auszuführen. Mit der Hilfe von Jenny. Genau. Haben wir alle Hauptfiguren der Story nochmal gesehen? Na gut, Lucina nicht mehr so ganz, aber gut. Silberlanze. Ja, passt. Perfekt. Machen wir das nochmal so. Zum finalen Abschluss. Haben wir alle Hauptfiguren nochmal gesehen zum Schluss. Und dann können wir uns freuen auf den neuesten Fire Emblem Teil, der irgendwann erscheinen wird.
Und vielleicht werde ich davor noch einen anderen Teil machen. Mal sehen. 6 Runden. Die Verwundeten wurden versorgt und die Pfade beladen. Wir sollten uns eilen, Herr. Der Weg des Eroberers. Mein Herr? Oh, verzieh. Ich habe nur laut gedacht. Weißt du, ich bin ehrlich gesagt etwas neidisch auf Walhort. Er steht für Kraft über allen Maßen. Er hegt keine Zweifel, keinen Bedauern. Er ist ein Gigant, der verstürmt und alles niedermäht, was ihn in die Quere kommt. Ich bin nicht wie er. Meine Schritte sind oft von Fragen und Zweifeln geplagt. Vielleicht sind derlei Emotionen ein fester Teil eures Weges, Herr. Keine Hindernisse. Wie meinst du das? Der Weg eines Mannes ohne Zweifel ist gerade, aber nicht immer der richtige. Ein Gigant hält nicht inne, um seinen Kurs zu korrigieren. Er drängt immer nur voran. Aber durch Innehalten, Zweifeln und eigenes Rückbesinnen ist euer Weg der bessere. Ich könnte kein Eroberer dienen, Herr. Ich hoffe, ihr seht Umsicht nicht als Makel. Vielen Dank, Frederick. Nicht zu danken, mein Herr. Sollen wir fortfahren? Selbstverständlich. Vorwärts. Zumindest für den Augenblick. Ja, wahrscheinlich gab es irgendwie noch so eine Bedingung, wie ich Walhort hätte in mein Team bekommen können. Wahrscheinlich irgendwie irgendwas noch besonders machen oder so. Naja, wie gesagt, aber da habe ich jetzt nicht so irgendwie die Trauer, dass ich jetzt nicht Walhort habe oder so. Auf jeden Fall hat man ja gemerkt, dass da ich ja 2 ganze Jahre an diesem LP gehangen bin, wie krass dieses Spiel ist. Enormer Content und... Ich kann euch nur empfehlen, diese Serie, vor allem diesen Teil und auch die anderen Teile. Und ja, ich hoffe, das komplette LP hat euch gefallen, trotz der vielerlei Pausen, die es hatte und die vielerlei Umstellungen und so weiter. Ja, naja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Und dann würde ich sagen, mal ein bisschen kürzer heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu einem der neuen Projekte. Bis dann und tschüss, euer Jake.